Ate, ist das nicht ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Und Riku und Nantoka91. Dankeschön für eure Resubs. Wo sind wir denn hier? Auf der alten Map. Ja, komm, dann können wir uns mal einen schönen Highspot raussuchen, ne? Und dann suchen wir uns einen schönen Highspot und dann geht's auf die Fresse. Dildo Daniel. Schön. Ja, und wie heißt du? Ja, ich heiße Dildo Daniel. Boah, Dildo Daniel ist voll ekelhaft. Dieses komische, wabbelige Schlabber-Ding-Vieh. Bäh. War das nicht Puzzle-Jürgen? Was? Thrombosen-Jonas ist natürlich noch geiler, das stimmt. Nichts geht über Thrombosen-Jonas. Operngronk. Oh, okay, okay, okay. Operngronk, da bin ich mal sehr gespannt. Da bin ich sehr gespannt drauf. Freue ich mich. Hören wir uns auf jeden Fall nachher mal gemeinsam an. Wir gehen zum Menschen. 3, 2, 1, go! Dildo Daniel kannst du bestimmt daten. Auf jeden Fall. Ruf ihn doch einfach mal unter seiner Hotline an. Oh, Loaded LPs heißt auch noch Jonas. Oh, das ist natürlich blöd. Hast du auch Thrombose? Alter, Alter. Junge, 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 Junge. Schon wieder so viele Subs. Alter, das wäre auch ein richtig geiler Sub-Dings, ne? Junge, 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 Junge. Wäre eigentlich cool. Oh, hier springt noch jemand mit hin. Guten Tag, mein Freund. Ah, suchst du auch ein wenig Action? Suchst du auch Action? Oh, guck mal, UMP. Geil. Zack, 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 zack. Wir machen es jetzt mal anders als sonst. Wir gehen direkt offensive. Wird nicht gut gehen, wahrscheinlich. Weil es einfach nie gut geht. Aber wir probieren unser Bestes. Der war hier links. Hey. Was? Ich wollte gerade sagen, Alter. Ich wollte gerade sagen, was frisst du denn, Junge? Du frisst ja mehr als deine Mutter. Junge, 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 Junge. Schreib's doch in dein Notizbuch. Findet ihr das lustig? Ich finde das eher traurig. Ihr lacht einen armen, alten, fast 27-jährigen Mann aus, ja. Spray of Doom, ja. Aber hier war gerade eine Granate, oder nicht? Ich glaube nicht, dass wir hier alleine sind, Freunde. Ich glaube, wir kriegen gleich sogar vielleicht sehr bald Besuch. Ich weiß es aber nicht. Ich mag Besuch aber nicht, vor allem nicht, wenn er so unerwartet kommt. Wo habe ich mich gerade vor dem Stuhl erschrocken, Alter? Ja, den vierfach auf eine UMP ist natürlich auch ein bisschen sinnlos, ne? Merkst du selbst. Oh. Mitnehmen. Okay. Tag, 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 Tag. Guten Tag. Tag. Ja, ja, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ich bin es, ja. Ente, alles klar. Ente ohne Fett. Okay. Paniert oder unpaniert? Ja, okay. Oh, Alter, zwei Vierfachsucher. Wow. We had a little bit of luck. Ich gehe mal da drüben das große Haus. Oder? Ja, doch. Ja, wir gehen mal ins große Haus hier rum. Natürlich klappt das nicht beim ersten Mal da reinspringen. Verdammt! Was war das gerade? Über uns. Hier ist einer. Junge, 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 Junge.
Oh, dann nehmen wir mal mit. Hier, schön vierfach drauf, wunderbar. Warte, was hat der denn alles dabei? Sag mal, das ist ja wie im Schlalalalala-Raffenland hier. Ich bin begeistert, mein Freund. Ich bin begeistert. Ich habe kein Tagebuch, nee. Habe ich nicht. So, dann jetzt muss ich mal kurz hier mich mal sortieren. Das Ding in Konvek, das brauchen wir nicht. Schnellzugriff, und was haben wir hier erweitert, ne? Ist auch ein Schnellzugriff. Scheißegal, was wir nehmen. Aber ich finde es wirklich nett von dem Dude, dass er für uns hier schon mal gelootet hat, weil wir sind mitten drin. Okay, wunderbar. Da können wir uns... Ja, wir brauchen nicht mehr Muni jetzt. Jetzt ist gut. Wir brauchen... Heal bräuchten wir. Also es wäre... schon cool. Es wäre schon cool, wenn wir... vielleicht was anderes finden würden als... Verbände. Würde ich jetzt schon feiern. Nope. Das sind alles keine Verbände, nicht? Das ist auch kein Verband. Ist der Tag der UMP oder was? Oder was? Wir gehen mal ganz nach oben. Ach, wir sind schon ganz oben. Okay, beruhigend. Ring of Elysium hat eine neue Map. Wirklich? Oh, cool. Da möchte ich auf jeden Fall auch nochmal unbedingt reingucken. Auf jeden Fall. Aber ich bin momentan wieder eher auf PUBG irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Wir haben den Kollegen auch die ganzen Abende, die letzten Abende immer Dings gezockt. War-Modus. Wir könnten natürlich auch gleich noch eine Runde Dings spielen, ne? Eine Runde Community-Dingens. Sind denn genug Leute da, die theoretisch gesehen mitspielen würden? Also so ein paar Leute bräuchten wir halt schon, ne? Wir könnten natürlich auch sowas wie War Mode oder sowas spielen. Das ist eigentlich auch ganz lustig. Ich glaube, es gibt bis zu 32 Spielen oder so. 32 Spiele? Keine Ahnung. Ja, ja. Bei was? Womit spielen? Bei PUBG. Ein schönes Dründchen Community-Runde. PUBG. Community-PUBG-Runde. PUBG. Hier waren wir schon drin. Verdammt. Warte mal. Hier waren wir noch nicht drin. Da. Ich finde, zählen wir mal durch. Eins. Peter Hacke, das wird bestimmt funktionieren. Schön. Adrenalinspritze. Für was braucht man die denn? Sind die gut? Braucht man die? Sind die wichtig? Ich habe die nicht mitgenommen. Ist das der Grund, warum ich noch nie einen Chicken Dinner geholt habe? Ich habe keine Ahnung. Was waren hier noch drin? Drin. Was waren hier noch drin? Ah, komm, wir healen uns mal schnell. Nee, doch nicht. Okay. PUBG habe ich nicht mehr auf Platte. Ah, schade. Neue Ausrüstung, BMX-Räder, Hängegleiter, Grappling-Hooks, neue Waffen, MG4. Alter, was? BMX-Räder? Boah, ich muss nachher, nach dem Stream oder so, muss ich nochmal... muss ich nochmal Dings ranhauen hier. Ring of Elysium. Das Spiel ist schon geil, kannst du echt nichts sagen. Ist eigentlich so das erste Spiel nach PUBG, was eigentlich so richtig... in dem Bereich wirklich Spaß macht. Ich meine, Fortnite, wie gesagt, hatte ich auch... Fortnite hatte ich auch meinen Spaß mit, ne? Ich mache da natürlich immer Jokes drüber, so, Fortnite. Aber ich muss sagen, ich hatte so 2-3 Monate, wo ich wirklich Spaß mit Fortnite hatte. Da habe ich das auch mal gestreamt gehabt. Und das hat wirklich Spaß gemacht in der Zeit. Aber das war halt wirklich nur so eine kleine Phase, ja. Und mittlerweile muss ich sagen, nee. Also, mir macht Fortnite keinen Spaß mehr. Aber Ring of Elysium, muss ich wirklich sagen, das macht echt Laune. Und das Krasse ist halt, es ist halt einfach fucking umsonst. Ja. Du kannst das Ding zocken, ohne dafür einen Cent auszugeben. Ja, du kannst ja natürlich, ähnlich wie bei Fortnite, kannst du dir Dings holen, so Skins und so ein Kram. Aber du musst nicht. Und das ist cool. Das finde ich echt nice. Escape from Tarkov habe ich einen Key bekommen. Und hab den auch eingelöst und hab's auch, glaube ich, runtergeladen. Aber ich habe mich noch nicht dran getraut. Ich gucke das bei Moondyne manchmal, Escape from Tarkov. Ich hab's aber auch schon bei Ranzratte gesehen. Und ich finde das immer irgendwie so... Boah, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ist irgendwie... Irgendwie habe ich Angst vor dem Game. Ich weiß auch nicht, warum.
Hab ich gerade jemanden gehört? War da gerade jemand? Ne. Hallo? Hallo? Ne. Okay. Oh, warte mal, ich muss mal ganz kurz zurückschreiben wegen Hundis rauslassen. Warte mal. Könnte. Komme gleich. So. Okay. Das ist ja das Ding immer bei PUBG-Runden, ne? Du weißt nie, wie lange es dauert. Hat er was, was ich nicht habe? Oh, Hit. Okay, der geht ins Haus. Der kleine Lauch. Nicht in dieses Haus. Wie steht's denn bei den NFL Playoffs gerade, wenn ich mal fragen darf? Ich hätte es auch gerne geguckt, aber ich, wie gesagt, ich konnte den Stream heute nicht schon wieder absagen. Das kann ich nicht machen. Vor allem nicht wegen Football oder Fußball oder sowas. Das geht nicht. Nein, das machen wir nie, ne? Machen wir nie. Machen wir nie. So, pass auf, den holen wir uns jetzt, den kleinen Stinker. Guck mal da links, habt ihr das gesehen? Da. Das war doch bestimmt der Typ, oder? Das muss ich jetzt aber erst überprüfen. Ob der denn wirklich war. Ah, der ist gut ausgedrückt. Die kleine Saftnudel. Der ist da oben hochgelaufen. Krass. Das war gar nicht mal so dumm. Der hat das Auto vorm Haus stehen gelassen, weil er wusste, wir sind hinter ihm. Und ist dann da oben hochgelaufen. Krass. Krass. Das lasse ich mir nicht gefallen. Da gehe ich hinterher. Hurensohn! Ah, schade, ja, da kann ich diesmal machen. Aber das war der Typ bestimmt. Scheiße. Da wollte ich zu viel. Siehst du? Aber der hat uns. Der Trick, also das war echt ein nicer Prank. Ja, Prank will ich nicht sagen, aber das war nice gemacht. Der heißt, hat mich das Auto vorne gepackt und ich dachte, der ist im Haus drin. Ich habe zwar jemanden da hinten hochlaufen sehen, aber ich habe nicht gewusst, dass das der Typ ist. Naja, egal, was soll's. Scheiß drauf. Oh, da kommt ein Flugzeug. Pass mal auf, wir machen jetzt eine kurze Pause. Ich lasse schnell die Hundis raus und dann gucken wir mal. Entweder zeige ich noch ein, zwei Runden Solo oder wir machen. Ja, wir machen eine Runde. Wir machen eine Runde Dingens. Community Games. Ja, das könnt ihr euch aussuchen. Ne? Also ansonsten, ihr habt jetzt noch kurz 5 Minuten Zeit, eure PUBGs ready zu machen